Während die einen auf dem Marktplatz die EM verfolgen, wird auf der anderen Seite getanzt. So geschehen am Samstagabend in Reutlingen. Das Theater Tonne präsentierte mit dem Stück Mr. Krake ein Open-Air-Tanztheater, das seine Bühne an 6 Plätzen im öffentlichen Raum als Spielort nutzt. Choreograf Sharon Charmier setzt sich in seinem Stück mit einem Ensemble aus Tänzern und einem Schauspieler mit dem geheimnisvollen Phänomen der Krake auseinander. Die Frage, wie sich ein Ungeheuer, das unerkannt in der unerforschten Tiefe des Meeres für Angst und Schrecken sorgt, fassen lassen kann, bietet auch den Vergleich zum aktuellen Pandemiegeschehen. Das Publikum, erkennbar an den roten Schirmen, folgte dem Theaterensemble durch die Stadt und auch andere Menschen vor Ort konnten spontan in den Genuss der neuen Inszenierung des Theaters Tonne kommen. Den Spielplan und weitere Termine finden Sie auf www.theater-reutlingen.de.